Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Ich bin gerade schon mal hier nach unten gelaufen, weil ich noch kurz in die Stadt wollte. Ich wollte mit dem Zimmermann reden. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal rasch dahin. Und ja. Lol, was ist hier passiert? Nasu, wer ist das? Alter, wo ist das Nahrungsmittelgebäude? Nasu? Hallo, ich bin Nasu und ich habe schlimme Nachrichten. Es sind einige Blitze eingeschlagen. Drei sind in den Wald gegangen und einer seitlich in die Nahrungsmittelproduktion eingeschlagen. Es ist alles niedergebrannt. Was? Alter, hier ist ja alles weg. Und wie in den Wald? In den da oder was? Sehe ich von hier aus was? Yo, das ist ja fast alles weg. Hier war noch alles voller. Oh, ich sollte nicht mehr versuchen, Schaden zu bekommen. Hier ist ja alles weggebrannt. Hier war ja noch voll der krasse Wald. Okay. Alter Gott. Okay, da muss ich was. Müssen wir was gegen unternehmen. Ich habe noch ein paar Baumaterialien. Ich schwimme jetzt zuallererst mal nach da oben. Und entferne das Wasser, weil das geht einfach nicht feierlich. Ich muss die übrigen Trümmer entfernen, die da noch sind. Alter, hier ist ja alles weg. Hier war der Eingang. Hier so. Dann ist man hier reingegangen. Hier war das schöne Schild und da das schöne Dach. Dann ist man ins Lager reingegangen. Und was ist jetzt noch da? Nichts. Hier war die Mauer. Und dann ging da allein das Wasser hoch. Und jetzt stürmt das aus allen Seiten. Egal, muss ich komplett neu bauen. Na super. Eigentlich hatte ich heute in dieser Folge vor, mit euch das ME-System zu machen. Damit wir das Dreckslager da abreißen können. Weil im ME-System findet man einfach alles viel besser. Wie gut, dass wir noch ernten waren. Letzte oder vorletzte Folge war das, ja. Ich glaube vorletzte. Weil sonst ständen wir jetzt komplett ohne Nahrung da. Na super. So, wie trenne ich das denn jetzt am besten ab? Soll ich das da ganz oben abtrennen? Nee. Das wäre ja unnötig. Ich trenne das einfach hier. So. Alter, nee, jetzt, oder? Das kommt nicht auch noch aus einem anderen Strang, hält das am Leben. Na, super. Gut, ich kann noch mal hoch. So, aber dann bauen wir das komplett neu. Ich überlege auch gerade, ob das nicht Sinn macht, das irgendwo anders hinzustellen. Obwohl, nee. Obwohl, doch, wir bauen das um. Wir bauen das woanders hin. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als genug Baugrund, dadurch, dass der Wald abgefackelt ist. Alter, wie können denn vier Blitze einschlagen?
auf so kleinem Raum. Na super, wo ich kapsel ich denn das jetzt ab? Dafür muss ich hoch. Lol, da ist ein Loch im Boden. Gut. Allerdings, komm, ich kapsel das hier jetzt auch direkt mit ab. Autsch. Das sollte jetzt alles gewesen sein an Wasser. Hallo? Naja gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal und bauen ein schönes Treibhaus. Ah ne, wir wollten ja auch noch mit hier dem Typen reden, der soll mal noch ein paar Sachen bauen. Und Rods. Hallo Julian. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Hausausbau. Aber das ist nicht der Grund, warum du hier bist, oder? Erst einmal danke und nein, bin ich nicht. Kannst du den Berg abtragen, der direkt neben deinem Haus ist, und neben dem Shop ein neues Haus errichten und wenn es geht auch noch einen Park? Natürlich, mache ich. Im nächsten Part bin ich fertig. Ja, mit dem Berg meinte ich hier den. Hier. Diesen Erdberg, der soll den abtragen, dass wir hier noch Platz haben. Und so, und ja, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.